Hallo und herzlich willkommen, liebe Zockerfreunde, zu einer weiteren Folge mit unserem Hamburger Sportverein und Bayern Leipzig 1-0. Ach, da werden ja so manche Erinnerungen wach an den DFB-Pokal, aber da denken wir mal lieber nicht dran. So, es geht nochmal ganz kurz um Goretzka. Da hatten wir ja noch einiges gesagt, ob wir uns den holen können. Es wird ja jetzt das Problem sein, wenn können wir ihn ja erstmal nur warte mal kurz. Sein Dings läuft doch, glaube ich, aus, oder? Wir kontaktieren ihn mal. Wir hatten irgendwie gesagt, wir bieten ihn so, wir können ja mal mit 80.000 Wochengehalt mal anfangen. Ja? Mal sehen, vielleicht kriegen wir ihn dann ja auch. Wir müssen ja nicht immer gleich so hochgehen. So. Okay, was will denn Goretzka? Er möchte einen Vertrag und die Rolle im Kader soll natürlich Schlüsselspieler sein. Das wäre er natürlich auch, definitiv. Das akzeptieren wir definitiv. Also er soll auch immer eine Stammplatzgarantie haben. Und eventuell sogar, das müssen wir mal gucken, vielleicht Holtby auch noch irgendwie verkaufen. Da müssen wir halt nun mal ein bisschen so. So, das läuft richtig gut. Nun sollten wir uns darüber einigen, wie lange der Vertrag laufen sollte. Ich würde sagen, wir gehen mal mit 4 Jahren ins Rennen. Mal gucken, was die... Ja, so hatten wir uns vorgestellt, nun können wir fortfahren. Perfekt. Nein, eine Freigabesumme will ich definitiv nicht. So, damit wären Sie auch einverstanden. Ja, Gehalt. Da hatten wir gesagt, so, wir würden mal anfangen, das Doppelte, was er jetzt bekommt. Er hat, glaube ich, 48.000. Also sagen wir mal 90.000. Ups. 90.000. Und ein Einstiegsbonus von. Ach, da können wir gar nicht so viel bieten. Ach, siehst du? Da haben wir wieder das Problem. Da haben wir wieder das Problem. 364.000. Naja, gut, okay. Lassen wir das mal und senden mal ab und mal gucken, was daraus wird. 90.000 wöchentlich ist ja nun auch nichts und dann bieten wir ihnen noch 364.000 als Einstiegsbonus an. Das sollte doch schon mal, ne, was werden. Schauen wir. Das ist ein faires Angebot. Mein Klient ist damit zufrieden. Ja, perfekt, würde ich doch sagen. Siehst du, ich glaube, ihr habt sogar noch 105.000 oder so gesagt. Und damit wäre das Ding sogar in Sack und Tüten. Wir brauchen, glaube ich, nicht warten, bis sich der Spieler einigt. Das haben wir ja jetzt gemacht. Und wir sind an seinem Vereinswert sind wir dran weg. Wir haben ihn ganz normal bekommen. Wie geil ist das denn? Und damit wäre er der perfekte Kandidat. Und auch Musa ist so ein Kandidat, den würde ich so gerne haben. Der hat nur eine Gesamtstärke von 77, aber der hat so ein geiles Dings. Ich kann mir bloß nicht hier jetzt gerade das anschauen. Obwohl doch, ich kann euch das noch ganz kurz zeigen. Im Transfer. Wo habe ich denn eigentlich Transferzentrale? Doch, da habe ich doch Dings. Kann ich mir da nicht nochmal irgendwie angucken? Spielersuche, globales Transfernetzwerk, gucken wir mal. Nein, aber bei den. Ach Mensch, das Kind, ich muss immer. Ach, da, warte mal ganz kurz. Hier müsste er doch eigentlich mit drinne sein, oder? Scouting Bericht Angriff, gucken wir mal. Da ist er. Ahmed Musa, ja. Guckt euch das an, Antritt 95, Beweglichkeit 88, Sprungkraft 81, gut, seine Stärke ist ein bisschen, aber Sprintgeschwindigkeit 92, Balance 84, Ausdauer 89, der kann auch lange durchhalten, richtig gut, Abschluss auch mit 79, wenn wir den noch ein bisschen links, dann könnte aus dem auch ein richtig günstiger Typ werden, also das wollte ich jetzt einfach nur noch mal reinwerfen und wir gehen jetzt ganz schnell in das Spiel gegen Schalke. So, und damit herzlich willkommen im Volksbankstadion. 29. Spieltag. Jungs, wir nähern uns dem Ende unserer ersten Saison. Wir haben großartige Transfers gemacht. Die müssen jetzt auch fruchten. Und deswegen brauchen wir jetzt einen Sieg.
Und das wird hoffentlich genauso gut wie noch gegen Hertha. Ja, obwohl ich gegen die Schalker doch ein bisschen mehr, ja, Angst würde ich jetzt eher weniger sagen, aber bodenständiger. Bodenständiger bin ich definitiv. Die Hertha war machbar gewesen und Schalke ist nicht ohne Grund auch auf Platz 4. Ja, wir sind auf Platz 9. Rechnet euch das aus. Wir könnten noch weiter hochrutschen, müssen jetzt aber Gas geben. Und das Beste, was wir machen können, ist mit ganz vielen Toren auch aus dieser Partie rausgehen, um halt auch unsere Tordifferenz sehr groß zu halten. Das ist halt super wichtig. Hier seht ihr mal die Ausführung, die ich jetzt nochmal gemacht habe. Und dann, ich habe Arp jetzt erstmal reingenommen statt Wood, der war noch ein bisschen außer Gefecht. Ich würde sagen, die holen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt dann rein. War das gerade Heung-min auf der Seite der Schalke? Ich muss mal ganz kurz Start drücken. Wartet mal ganz kurz. Tatsächlich, die haben ihn sich von Tottenham Hotspur wieder zurückgeholt. Heung-min, richtig geil. Aber Burgstaller bei denen als Stürmer, der ist ja mehr so ZM-Spieler oder so. Das ist ja schon mal richtig also günstig für uns, aber ein bisschen ungünstig für die. Und nur eine Dreier-Abwehrkette, also da sollte was möglich sein, meine lieben Freunde. Und damit gehen wir in das Spiel von links nach rechts. Die Rothosen gegen die Blauen in Weiß. Oh, jetzt hier schöne Möglichkeit. Kurbelweit und oh mein Gott. Die erste große Möglichkeit. Wir sind die erste Mannschaft, die auf ein Tor zielt. Und dann Kurbelweit. Der Holländer zieht doch tatsächlich dran vorbei. Vielleicht liegt es auch am Regen. Man weiß es nicht. Aber das war die erste große Möglichkeit hier im Volksparkstadion in Hamburg gegen die Schalke. Ein sehr intensives Spiel. Tja. Und dann sieht es doch wieder mal so aus, dass wir erstmal in Rückstand geraten zu Hause. Der Typ, der aus der englischen Premier League wieder zurückkommt in die deutsche Fußball-Bundesliga, Heung-min, den haben wir uns auch für unser Premier League-Foot-Team geholt. Hier, schöne Parade. Und dann drängelt er sich einfach nach vorne. Und ich glaube, Ayan ist das, oder Benjamin Heinrichs, der einfach, ja, zu weit hinter ihm steht und somit geraten wir erstmal ins Hintertreffen. Schalke das erste Mal in Richtung auf unser Tor und zielt gleich mal ab. Und jetzt hier wieder die Möglichkeit. Barco wird gefoult. Er wird gefoult und diesmal wird es auch gepfiffen. Ich hoffe, dass sich... rot gleich für Caligiuri. Oh mein Gott, das sieht man hier. Definitiv auch eine Torchance vergeben. Aber rot gleich, okay. Das, okay, also Schiedsrichter in den letzten Tagen kann ich kaum verstehen. Aber gut, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, wieder auch der Verletzte darf hier das Tor machen. Oh mein Gott, wo verschießen wir das Ding denn hin? Oh mein Gott, wo verschießen wir das Ding denn hin? Richtig schlimm. Richtig schlimm. Und somit endet die erste Halbzeit. Wir kamen doch tatsächlich nicht mal mehr in der Möglichkeit, hier irgendwie den Ball zu erhaschen. Und Heung-min durfte nochmal aufs Tor schießen. Zum Glück kilometerweit vorüber. Und der Regen macht uns doch mehr zu schaffen, als ich vorher dachte. Und irgendwie funktioniert das gerade gar nicht. Ich denke mal, Barco werde ich hier irgendwie rausholen. Und ja, wird mal Kostic wieder reinholen.
Oh, sehr schön gemacht. Kostic. Und Kostic bringt hier den Ausgleich. Schön, wie unser Mittelfeldspieler das gemacht hat. Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, wer das gewesen ist. Aber mit einem schönen Hackel-zu-Hackel-Trick. Hier seht ihr es gleich nochmal. Zack. Habt ihr es gesehen? Es war die Nummer 14 gewesen. Und er spielt super schön auf Kostic. Und endlich der Ausgleich hier. Fährmann konnten wir gerade so überwinden. Und ja, damit haben wir es kurzzeitig geschafft, nach fast einer Stunde den Ausgleich dann auch zu schaffen. Und oha, nochmal in der Möglichkeit. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir geben nochmal weiter. Feed ihr ab, aber das war dann doch ein wenig zu krass für den Jungen. So, Bentaleb kommt jetzt für Stambouli. Ich glaube, vorhin habe ich auch gelesen, dass Baumgartler sich wohl verletzt hat. Oh, Goretzka, auch Verletzungen sehe ich gerade. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So, dann gibt es jetzt nochmal eine Auswechslung. Ja, ich hole nochmal Nikolai Müller rein für Julius Klöreit. Uns fehlt er auf dem rechten Mittelfeld, denn doch noch eine. Ich setze jetzt als Stürmer mal unseren Martinez ein, der doch da auch mal ein bisschen was bringen kann. Und oh mein Gott, ich habe das gar nicht gerafft, dass Schöpf da auf einmal so dicht am Ball ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist denn da? Wieso stehen da genau da zwei Schalke? So, nochmal die Möglichkeit hier. Holpi setzt sich gut durch. Jetzt nochmal. Oh mein Gott, da geht auch wieder keiner hin zu uns. Was ist denn hier los? Wir haben doch eigentlich die Führung. Also wir sind doch hier viel mehr Leute und können gerade aus unserer nichts machen. Und dann ist es Schöpf, Alter. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Wir können aus unserer zahlmäßigen zahlenreiche über... Oh, was ist denn jetzt gerade los? Unsere zahlmäßige Überlegung noch nicht. Übermacht können wir nichts machen. Also ich habe jetzt eben gerade... Ich weiß, was ich sagen will, aber irgendwie funktioniert das gerade gar nicht. Und ja, so sieht es dann halt auch punktetechnisch aus. Und Schöpf ist irgendwie einer, der ist mir einfach davongerannt. Jetzt lauf! Wow, Hahn, was für ein super Schuss. Und da ist noch wieder einer verletzt. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, können die überhaupt noch irgendjemanden auswechseln oder so? Zeigen wir. Wer hat sich da denn verletzt? Oh, das war aber unabsichtlich. Das war... Ach, Bentaleb, der gerade frisch reingekommen ist. Oh, jetzt mal vielleicht die Möglichkeit, Nikolai Müller. Och, Menschenskinder. War das mit Absicht von ihm, dass er nicht getroffen hat? Sonst trifft er doch eigentlich immer. Oh, er zielt auch direkt auf den Mann. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jetzt hier vielleicht nochmal die Möglichkeit. Oh mein Gott. Papadopoulos, unser Captain, versucht es da mit einem Power-Kopfball. So, jetzt nochmal zurück. Oh, wir bleiben wieder hängen. So, jetzt nochmal. Oh, schön ausgetrickst. Weiter, 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 weiter. Oh, das gibt's doch nicht. Goretzka war es gewesen, der uns dort zu einer Torchance vereitelt hat. So. Oh, Lorenzo kommt da nicht zwischen, Alter, Junge. Ja, und dann haben die Schalker natürlich das Richtige gemacht. Sie sind total hinten defensiv gestanden und haben uns erst gar nicht dazu kommen lassen. Und 1:2 verlieren wir hier.
Das ist natürlich richtig schlecht und macht unseren Aufstieg in die Europa League fast schon unmöglich. Und ja, viele Spiele bleiben halt auch nicht mehr. Die rote Karte für Daniel Caligiuri ist natürlich auch ja, eine nicht gerade so akzeptable Art für Schalke. Der Fehlschuss, ach, kam vom Burgstaller. Ja, und dann gab es da auch nicht mehr wirklich viel. Ja, Ralf Fährmann hat dann nochmal in der 89 eine schöne Parade gehalten. Und ja, wir gucken dann mal auf die Tabelle, wie es dann ausschaut. Wir müssen noch ein bisschen weiter, glaube ich, vorlaufen. Denn da sehen wir jetzt, glaube ich, noch nicht alles. Haben dann jetzt alle schon gespielt? Na, noch nicht alle, aber wir stehen auf Platz 10. 38 Punkte fehlen uns. Also haben wir jetzt mit dem nächsten Sieg. Über uns haben wir jetzt alle gespielt. Okay. Wenn wir jetzt die nächste Partie gewinnen, sind wir nach Adam Riese auf die Möglichkeit, Leverkusen runterzumachen. Wir haben die perfekte Tordifferenz. Das würde klappen. Das bedeutet, wir müssen das nächste Spiel auf Teufel komm raus gewinnen. Und das wird, denke ich mal, auch nicht ganz so einfach. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Wir müssen mal ein bisschen in die Youngstars wieder, oder wir gehen mal ins Mittelfeld so ein bisschen. Die müssen wir nämlich auch ein bisschen mehr stärken. Und dann heißt es ja jetzt, wir haben gesagt, oh, BBBBB, eine nur D. Oh, das ist schon mal gut. Und ich habe gerade schon wieder, glaube ich, schon wieder dieses Flackern gehabt. Gegen Hoffenheim, oh mein Gott. Wir motivieren mal unsere Jungs. Wir müssen sie halt motivieren. Wir müssen sie motivieren. Und ich würde sagen, wir gehen. Wir müssen offensiv gehen. Wir müssen offensiv gehen und müssen mit Papadopoulos mal rein. Und eben gerade hat. Also, ich weiß nicht, ob sie ein Video gesehen hat, aber bei mir hat das ganze Menü geflackert. Deswegen werde ich mal ganz kurz speichern. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt. Ja, wir gehen jetzt in die Partie. Ich würde trotzdem jetzt gerne simulieren, weil ich glaube, das wird sonst einfach eine zu lange Folge. Also gehen wir in die Simulation. So, wir gehen jetzt in das Spiel gegen Hoffenheim. Wood und Hahn sind unsere Stürmer und sie sollen alles bringen, was sie zu bringen vermögen. Wir müssen es schaffen, wir brauchen einen Sieg, wir brauchen die 3 Punkte und Vogt bekommt hier schon mal eine gelbe Karte, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Winto bringt die TSG sogar schon in Führung. Wood holt uns zurück noch in der ersten Halbzeit, zweite Halbzeit hat begonnen, jetzt wird ein bisschen ausgewechselt. Stavilidis bringt uns unser Außenverteidiger bringt uns rein und da ist es. Tatsächlich, wir gewinnen 1:2. Unser Außenverteidiger Stavilidis bringt uns den Sieg. Die gewohnten 3 Punkte endlich nach Hause. Meine Güte nochmal. Aber es hat uns nur auf Platz 8 gereicht. Liebe Leute, das bedeutet, das nächste Spiel müssen wir auch wieder gewinnen. Aber die vor uns dürfen wir nicht mehr gewinnen. Und es sind nur noch so wenige Tage. Ich speichere mal ganz kurz ab, bevor hier irgendwas abbricht oder so. Und dann gehen wir mal ganz kurz in den Kalender. Wer ist denn noch da? Es ist noch Freiburg da und es ist noch Wolfsburg da. Und dann war's das, liebe Leute. Nein, die Eintracht und Gladbach fehlen noch. Also 4 Spiele und ich würde sagen, weil es gerade so richtig super spannend ist, da gehen wir das Ding hier nochmal mit den Jungs mit. So, ich bin nicht glücklich, Boss. Ja, das ist mir egal, du gehst ja eh zu der Härte, also was soll mich das bitte noch jucken? Ja, so, ich würde sagen, wir wechseln nochmal auf unsere Testversion gegen die Stuttgarter. Wir gehen hier nochmal schnell in die Pressekonferenz und wir loben unsere Jungs, wir loben sie, wir müssen sie auch mal wirklich loben. Oh, Spielerentwicklung, muss ich auch noch schnell machen, ach du heilige Scheiße. Das ist es halt so, unsere Defensive müssen wir noch ein bisschen verstärken.
Wir müssen unsere Jungs auch mehr loben, glaube ich. Ansonsten bringen die halt da ein Ayan mit einem A, ein Dragowski mit einem B, ein Henrichs mit einem B. Das ist doch richtig super. So wollen wir das doch sehen. Und jetzt geht's los gegen die Jungs aus Freiburg. Wir kriegen nochmal eine Nationalaufwerte aus den USA. Da kommt mir ja nur so ein bisschen Alex Hunter. Guck mal rein, da ist richtig was los. Ich speichere natürlich ganz kurz vorher mal ab. Hohohoho. So, und dann gucken wir mal ganz kurz. Wie schaut es denn derzeit hier aus? Freiburg auf den letzten Platz. Für die geht halt, ja, das ist ums Verrecken. Die müssen ums Verrecken gewinnen. Aber das wird nichts mehr. Die haben nur 24 Punkte. Bremen hat 30, das werden die zum Verrecken nicht mehr schaffen, außer Bremen und Hannover blamieren sich bis auf die Knochen, dann könnten sie es noch schaffen. Aber wer ist denn jetzt noch die nächsten Partien? Können wir das eigentlich auch schon irgendwo sehen? Begegnung. Wer trifft sich denn jetzt noch? Wer trifft sich denn jetzt noch? Aufnahmen. So, wir treffen uns jetzt noch, genau. Hannover interessiert sich nochmal, aber Stuttgart trifft auf Bremen, das ist schon mal schlecht. Stuttgart hat gute Chancen, Bremen da wegzuhauen. Wer trifft denn jetzt auf Gladbach? Wo ist denn jetzt Gladbach? Liebe Leute, wo ist Gladbach? Ich sehe sie gerade nicht. Ich meine nicht München-Gladbach. Bin ich jetzt blind oder? Hoffenheim. Am 20. Schalke, Bayern, Bremen, Mainz, Wolfsburg, Hoffenheim, Köln, Hannover, Dortmund. Wo ist denn jetzt Bayer Leverkusen? Also ich sehe sie gerade in unserer Tabelle hier irgendwie gar nicht. Da unten sehe ich sie erst wieder am 9.4. Nee, das war ja. Am 30.4. spielen die erst wieder gegen Stuttgart. Da müssen wir aber gegen Wolfsburg. Okay, das wird nochmal. Aber wenn die nochmal. Warte mal ganz kurz. Das muss ich nochmal ganz kurz zurück. Wenn Leverkusen gegen Stuttgart. Das sind genau unsere Kontrahenten derzeitig hier. Stuttgart und Leverkusen, das sind unsere Kontrahenten. Wenn die sich noch gegenseitig ausschalten, kann das für uns nur noch gut sein. Und wir müssen jetzt gewinnen. Also gehen wir in die spannendste Partie, glaube ich, jetzt auch gerade gegen Freiburg. Ich hoffe mit ganz vielen Toren. So, 15:30 Uhr, wir spielen zu Hause und Freiburg geht auch wieder wie die Hoffenheimer mit einer super defensiven Art rein. 5-2-2-1, was ist denn jetzt hier los? Ja, Sieg gegen Wolfsburg, eine Niederlage gegen Schalke. Wow, ja, natürlich, für Freiburg geht es jetzt um alles. Die müssen einfach gewinnen, um aus dem Keller raufzukommen. Aber das wird hier nichts. Denn Kurwald macht schon das erste Tor in der 30. Minute. Die erste Halbzeit ist schon rum. Wir brauchen noch mehr Tore, um diesen Sieg sicher nach Hause zu bringen. Klar würde mir auch noch ein 1-0. Stavelidis auch nochmal. Wieder unser Linksverteidiger Stavelidis bringt uns hier 2-0. Und wir haben es geschafft. Wir lassen die Freiburger ohne ein Tor zurück. Und wie sieht es derzeitig mit der Tabelle aus? Ich bin super gespannt. Kommt jetzt erstmal nicht, denn in der nächsten Folge sehen wir uns im Halbfinale gegen Dortmund. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und haut rein!